Ja, ich stehe hier mit zwei der drei Söhne Hamburgs, und zwar Joja Wendt und Stefan Gewildes. Frohes Neues Jahr erstmal. Frohes Neues. Wollt ihr die Frohes Neues einmal singen? Frohes Neues. War nicht schlecht. Was steht denn bei Ihnen auf dem Programm in diesem Jahr? Wir spielen mit den Söhnen Hamburgs tatsächlich im Dezember wieder. Ist noch ein bisschen hin. Aber wir haben immer Weihnachtskonzerte. Da haben wir gerade eins absolviert in der Barclaycard Arena gemeinsam vor 25.000 begeisterten Menschen. Und dann hat Herr Gewildes in der Elbphilharmonie feiert er Jubiläum. Seinen 60. Geburtstag. Wann ist das? Das Abendblatt wird 70, Gewildes wird 60, NDR Info wird 20. Und das ist am 24. Oktober diesen Jahres sind wir in der großen Elbphilharmonie, spielen zusammen mit den Kieler Philharmonikern, meiner Band und mit Arrangements von Jörg-Achim Keller, dem wunderbaren... Und vielen, vielen Gästen. Toll, wie ist denn das eigentlich in der Elbphilharmonie? Sie haben ja beide schon mal da gespielt. Wie ist das da? Ich durfte da einmal sogar Solo spielen im großen Saal und die Akustik ist schon sensationell, muss man sagen. Ich habe dann, und zwar einmal sitzt man ja am Klavier da unten in der Mitte, so im Sweet Spot, wie man sagt, kriegt das alles eins zu eins wieder und vor allen Dingen auch die Begeisterung der Leute ist dann irre, weil natürlich die Akustik auch bei Klatschen und so weiter genauso sich überträgt. Sensationell. Wenn Sie die Söhne Hamburg sind, dann müssen Sie eine Frage beantworten. Ist Hamburg jetzt eine Weltstadt oder nicht? Darüber diskutieren wir ja seit letzten Sommer. Ist Hamburg auch kulturell eine Weltstadt oder wird es das? Hamburg ist das Epizentrum der Kultur. Das Epizentrum. Hier kann ich das so nicht sagen. Von hier geht das Beben aus, das Kulturelle. Naja, was vor allem Hamburg hat, ist eine sehr quietschfidele Subkultur. Und Subkultur ist immer ein Motor, ein Innovationsmotor für die gesamte Kultur und für die gesamte Stadt. Insofern sehe ich das tatsächlich genauso. Was sind die Projekte? Nehmen Sie auch eine CD noch auf dieses Jahr? Es gibt Lesungen, wie nächste Woche zum Beispiel im St. Pauli Theater der Schimmelreiter, wird gelesen mit Musik von mir. Dann gibt es viele Einzelkonzerte, teilweise nur mit einem Pianisten, teilweise mit Piano und Cello. Dann natürlich die Söhne Hamburgs im Winter. Also, und eben das schöne große Konzert in der Elbphilharmonie. Ich darf dieses Jahr beim Elb Jazz Festival spielen. Nein. Das ist das erste Mal, ich schwöre. Dann haben wir den Pianosommer in der Staatsoper am 21. August. Und ich spiele selbst in der Leishalle noch solo im Oktober. Ich weiß gar nicht genau. Das gucken wir uns genau an. Ja. Weil, Söhne Hamburgs, ist das abgekupfert von Söhne Mannheims? Also die Söhne Mannheims haben eigentlich diese Steilvorlage geliefert. Also sich so zu nennen als Söhne oder Töchter einer Stadt ist natürlich eine Vorlage, die man veredeln muss. Und insofern haben wir die Söhne Hamburgs gegründet und sind gespannt, wie sich die Söhne Münchens oder die Töchter Paderborns anhören. Da gibt es ein Wettsing mit den Töchtern Berlins oder Paderborns. Ja, insofern ist es eigentlich ein Statement einer Stadt. Also wenn die Söhne Mannheims das repräsentieren, was Mannheim kulturell zu bieten hat, versuchen wir das ein bisschen abzubilden an Vielfältigkeit und auch an Humor, was die Söhne Hamburgs möglicherweise zu sagen haben. Interessieren Sie sich irgendwie für Fußball? Na Logo, als Hamburger. Klar verfolgen wir das, ist logisch. Hat man zwei Seelen in einer Brust, ne? St. Pauli. Und HSV. Und was passiert dieses Jahr? Steigt der HSV nun doch mal ab? Ja, hat auch Lars Heider gesagt, dann können wir nicht absteigen. Geht nicht. Glauben Sie auch? Ja. Und St. Pauli? Auch nicht. Die steigen auf. Okay. Ja. Ich finde, St. Pauli ist eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft. Das sind spannende Spiele. So in der ersten Liga sind die eigentlich nie so richtig glücklich geworden. Insofern freue ich mich auch in dieser Saison auf die Zweitliga. Sehr diplomatisch. Haben Sie selber irgendwelche Vorsätze gefasst dieses Jahr? Irgendwie, keine Ahnung, mehr Fahrrad fahren oder Fußball spielen selber? Also ich persönlich werde mich sehr viel mit meinem Instrument, mit dem Klavier beschäftigen, Anfang dieses Jahres. Das habe ich mir vorgenommen. Aber das machen Sie doch sowieso immer. So, aber noch mehr, noch intensiver und vor allen Dingen... Also, wie viele Stunden spielen Sie am Tag? Es ist schwer zu beantworten. Wenn ich mich für eine Tournee vorbereite, sind es viele, viele Stunden am Tag. Aber während einer Tournee kommt man auch nicht so viel dazu. Und es gibt auch Phasen, wo ich tatsächlich auch mal ganz bewusst mich ein bisschen fernhalte. Und Sie? Keine Vorsätze? Keine Vorsätze. Kann ich sowieso nicht halten. Alles klar. Herzlichen Dank, viel Spaß und viel Erfolg in diesem Jahr. Vielen Dank. Tschüss.